herzlich willkommen zurück und oder neu auf meinem Kanal. Mein Name ist Cori und ich habe heute wieder mal ein neues Rezept für euch. Genau, eine Graupen-Hackfleischpfanne. Das heißt, wir brauchen 250 Gramm Graupen, das ist passend, das ist genau so ein Päckchen. Dann brauchen wir 500 Gramm Hackfleisch, Zwiebeln, das sind ungefähr 2 Karotten, eine halbe Paprika, eine Dose Mais. Ich habe jetzt hier TK-Mais, der ist mir persönlich lieber. Dann brauchen wir eine Dose gehackte Tomaten, Pizzatomaten, wie auch immer ihr die nennen wollt. Petersilie. Ich habe jetzt aufgetaut, weil wir hatten letztes Jahr im auf dem Balkon genug Petersilie, die ich eingefroren hatte. Dann brauchen wir noch 200 ml Brühe. Nicht zu vergessen einen großen Lauch sowie Salz und Pfeffer. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Kochen. So, das Graupenwasser kocht jetzt gleich, das heißt, das braucht 20 Minuten. Ich würde es euch gerne ein bisschen heller machen, aber das geht leider nicht, weil meine Beleuchtung am Herd kaputt gegangen ist. So. Hier habe ich schon mal die Zwiebeln drin. Oh, das ist doch so, dann geht es mal ein bisschen schneller. Und ich tue auch gleich das Hackfleisch mit rein. Ich tue die immer gerne zusammen anbraten. Das kocht. Haben wir 20 Minuten. Genau. Sobald das Hackfleisch soweit angebraten ist, kommen dann peu à peu die anderen Sachen dazu. Ja.
So, das Hackfleisch ist jetzt soweit komplett durchgebraten. Da kommen jetzt die gefrorenen Karotten rein. Und der Mais. So, jetzt geben wir dem Ganzen ungefähr 5 Minütchen. So, 5 Minuten sind um. Nachdem die 5 Minuten um sind, tun wir jetzt die Paprika mit rein. Und den Lauch. Das Ganze köcheln wir jetzt nur ungefähr 10 Minuten. So, ich habe jetzt keine 10 Minuten gewartet, sondern nur 5 und tue aber schon mal die Gemüsebrühe rein und tue schon mal ein bisschen würzen. Laut dem Originalrezept soll nur Salz, Pfeffer und Petersilie rein. Wir tun noch ein bisschen asiatisches Gewürz mit rein. Einfach weil das auch alles Zutaten wären, die man dort kriegt. Ich habe schon einige Graupenrezepte auch aus dem asiatischen Raum gesehen, also von daher. So, wollen wir das Ganze noch ein bisschen vor sich hin köcheln. Und auch noch die Tomaten schon mal mit rein. Und dann kann der Lauch auch schön vor sich hin garen, dass der was wird. Die Graupen brauchen noch so 5 bis 10 Minuten. Da brauchen wir noch mal ein bisschen von unserem Asia-Gewürz. Das war ein bisschen wenig. So. Salz brauchen wir dementsprechend nicht mehr. Das ist ja in der Gewürzmischung schon drin. Aber etwas Pfeffer.
Jo, wir sehen uns dann wieder, wenn ich die Graupen reinschütte. Und die Petersilie. So, jetzt kommen noch die Graupen dazu. Und natürlich die Petersilie darf auch nicht fehlen. So. Das tun wir da jetzt noch unterrühren. Fertig ist unsere Graupenhackfleischpfanne. So, ihr Lieben, dann probieren wir die mal zusammen. Super lecker geworden. Kann ich euch nur empfehlen, vor allen Dingen, wenn ihr einen geeigneten Garten habt und die Sachen, die Gemüse auch noch aus dem eigenen Garten holen könnt, top. Aber auch so, wir haben die Gemüse jetzt beim Bauern geholt, beziehungsweise Aldi, Lidl und Co. Und auch sehr, sehr lecker.